hauptsächlich möchte ich eigentlich jetzt halt hier Titan finden. Die ist etwas schwierig zu erklären. Yeah, Biodom. Glaube ich, dass die schwierig zu erklären ist. Und auch versteckt. Die sieht, siehst von der dritten Ebene und ist auf der zweiten Ebene. Da gibt es mehrere Ebenen. Halte ich mich mal möglichst ans Titan und ans Eisen. Ah, ist eine blaue. Wäre jetzt gut gewesen, ne? Ich war nur froh, dass es wenigstens in der Höhle noch Eis gibt. Ich brauche welches, aber ab einem bestimmten Spielstand gibt es draußen ja nichts mehr. Du bist da schon gar nicht mal so falsch, okay? Guck von der dritten Ebene runter auf die zweite zwischen Felsen. So, jetzt muss ich nur aufpassen, weil jetzt habe ich keinen Sauerstoff mehr. So, bin ich jetzt auf der dritten Ebene? Oder bin ich auf der zweiten? Ja, Wasser. Ja, da warst richtig. Ich bin auf der dritten, okay. Ach stimmt, da unten die erste, da die zweite, da die dritte. Du hättest rechts runter gucken müssen. Rechts? Moment, ich kam doch von da jetzt gerade. Ah! Tralala. Da ist die. Tja, toll. Warte mal. Ich fliege nochmal zurück und komme dann nochmal her. Die läuft mir ja nicht weg, zum Glück. Titan wolltest du. Mal so ein Chip. Weil das ist mir auch ein bisschen zu heikel gerade mit Sauerstoff. So, dieses Biodom, ne? Was man da... Mal. Wo ist denn das? Da. Perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und O2 zu erzeugen. Das Ding wird wahrscheinlich draußen gebaut, ne? Ja, das Biodom ist wichtig. Silizium. Sortier mal. Alu. Eisen.
Ich habe eigentlich nur noch Titan. Nein, wird angedockt. Ah, okay. Das ist eine Art Labor, also kommt mit an die Base. Cool. Dann weiß ich schon, wo die hinkommt. So, du kommst da rein auf jeden Fall. Dich nehme ich mit. Dich trinke ich. Dich esse ich. Pilzsamen, Kürbiskerne. Apropos. 85%. Okay. Da. Das ist abartig, wie schnell die Zeit in dem Game vergeht. Ich habe ein bisschen Base gebaut und schwupps war es wieder hell, ja. So. Du gehörst mir. Ich meine, es ist schon, vom Loot her ist es schon gut, aber Iridiumstab kann ich mir ja selber herstellen mit 9 Iridium. Alu findet man mittlerweile ganz gut. Superlegierung kennen wir auch den Platz. Das Einzige, was eigentlich dann das Besondere ist, ist sowas wie die Statue und der Mikrochip. Mikrochip bringt mir nichts mehr. Und die Statue ist ja auch nur zum Hinstellen. Ich meine, es geht natürlich darum, dass ich die goldenen Kisten natürlich finden muss, ne? Das ist klar. Das ist ja eigentlich der Anreiz von dem Ganzen. Ich brauche Titan. Draußen finde ich wahrscheinlich noch mehr, ne? Ich hatte wieder umgestellt. Eis. Kannst eigentlich dein Licht anmachen, ne? Silizium auch mal mitnehmen. Also glaub mal, irgendwann fehlt es an allen Ecken und Kanten, auch wenn man dann am Ende alles im Überfluss hat. Oh ja. Ich vermute es eben auch. Also dass irgendwann ist der Platz hier halt einfach leer. Ach, das war Essen. Gut. Sauerstoff, ob ich das noch schaffe? Ups. Na gut, machen wir dann doch ein bisschen. Du bist am Ende nur am Herstellen, weil dir alles fehlt. Irgendwann bist du froh über jede Kiste, die du findest. So sollte es doch eigentlich generell sein in Spielen. So. Ich brauche für dieses Ding hier
viel Zeug. Da brauche ich diese Lirma-Samen. Titan. Ich möchte das doch mal aufräumen. Uran. Vielleicht tue ich die Superlegierungen auch in den... Nee. Ich lasse die in dem... Ich lasse die in dem Schrank. Hier sollen wirklich nur die Mikrochips. Ich weiß nicht, wie viele man da findet, aber ich würde die jetzt eher hier drin lassen. Also wenn schon Jetpack 3 hast, dann hast auch den Schaukasten. Da kannst du die Statuen reinstellen. Ja, kann ich. Ich habe auch überlegt, ob ich mir den hier mit Hera herstelle, aber irgendwie finde ich den so deplatziert. Wenn, dann müsste ich da eventuell noch eine Scheibe reinmachen, dann könnte ich ihn da herstellen. Ich weiß es nicht. Man ist etwas eingeschränkt mit nur diesen viereckigen Kästen. Aber das passt schon. Stimmt, ich könnte die eigentlich, die Dinger, auch raustun. Die könnte ich dann auch in den Kasten packen. So. Essen. Da schaue ich jetzt gleich einmal, wie das ist mit den Pilzen. Achso, der bringt mir nur 35. Dann baue ich lieber nochmal die Bohnen an. Man findet halt sehr viele Sachen dann im Überfluss, was man gar nicht bräuchte. Ne? Das ist halt noch das Nächste. Also Essen habe ich auf jeden Fall hier kein Problem mehr. Wasser auch nicht. So, das, was ich machen müsste, das wäre jetzt dann die Ecke für den Sauerstoff. Eben den, na, dieses Ding hier. Das Biodom. Okay, suchen wir mal die Sachen zusammen. Ich brauche einmal die Lirma-Samen. Dann brauchen wir 2 Titan, 2 Kobalt. Halt, den brauche ich ja nicht. Titan, 2 Kobalt, 1 Aluminium. Jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, weil du gesagt hast, es kann andocken. Also da geht's nicht hin. Schade. Es soll Leute geben, die 22 Chips über haben. Ich habe jetzt 8 über, im alten Spielstand gar keinen. Also die Menge der Nahrungssamen kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Außer die planen, dass man später Gemüse draußen anpflanzen kann. Ja, das wird doch dadurch, dass der Samen nicht verbraucht wird, ein bisschen viel, aber vielleicht kommt irgendwann, dass nicht immer Samen neu da ist, sondern brauchst neuen. Ja, oder draußen anbauen. Das halt, was halt zumindest schon mal was wäre, das wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekommst du einen Samen zurück. Wie groß ist denn das Ding? Ah, okay, das ist dann schon ein bisschen größer.
habe jetzt gedacht, ich kann das halt da hinten hinpflanzen und dann ist gut, ne? Aber es geht ja nicht. Gehen wir mal ganz nach oben. Oder nicht ganz nach oben. Nochmal hier auf die Plattform. Weil ich glaube, das geht ja dann auch in dem Fall nicht, weil ich da den Felsen habe, ne? Deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Aber okay, wir haben ja hier das Eck mit der Heizung, ne? Ach, das hat zwei Eingänge jetzt. Okay. Oder hat es nur einen Eingang? Ne, es hat schon zwei. Okay, kleine Planänderung. Jetzt gibt es eine kleine Planänderung. Ups. Errungenschaft freigeschaltet Biomass. Ich mache eine kleine Bauplanänderung. Halt, warte mal, nee, das gefällt mir noch nicht. Das muss ich nochmal einsacken. Strom habe ich ja eh keinen, also von daher. 2x2, da kommen noch zwei in der Größe. Plan das ein. Das habe ich dir aber letztes Mal gesagt, dass da noch was kommt. Ja, ja, du hast gesagt, da kommt noch was. Dass es jetzt natürlich solche Brummer sind, ist ganz egal. Ist ganz egal. Ich muss nur eben hier von meiner Struktur ein bisschen umplanen, aber das ist kein Thema. Das ist... ja, tatsächlich 2x2, ne? Aber das Schöne ist, dass das eben von der Symmetrie her mir ganz gut gefällt. Jetzt habe ich das Titan ja ver... schauen wir mal, ob ich das von hier innen drin rankrieg. Ja. Gut. Hier kann ich nichts dran bauen, das ist aber auch egal. Aber es ist von der... ist von der Größe eher 3x3, ne? Würde ich sagen. Ja, das ist gut. Ich muss mal ganz kurz an den... achso, da hätte ich da hinten rumlaufen können, ne? Der Reaktor. Ab 60 Luftdruck. Da brauche ich den Bohrer. Ich brauche die Bohrer, um den Luftdruck zu steigern. 2 Eisen, 2 Titan, 2 Aluminium. Und Strom brauche ich aber auch, ne? Also, erstmal Strom. Was ist denn am günstigsten vom Strom her? 1,2 pro Sekunde, 6,5 pro Sekunde, 19,5. Also ich muss die bauen. Also, 5. Brauche ich 5x Magnesium.
5 Silizium, 5 Alu. Ich renne immer an dem Alu vorbei. Und ich brauche 10 Kobalt. Okay, ist jetzt eh zu wenig, aber ist egal. Wenn ich die Reaktoren da habe, dann werde ich sowieso die Dinger hier wieder abreißen. Also insofern schaue ich jetzt erst einmal, dass ich Strom ran schaffe, ganz egal wie. Haben wir zumindest 4? Ah, 5. So, 5-mal Strom. Da kommen dann noch das Biolabor, Algengenerator, Biomasse-Rakete, Blumenstreuer, Nahrungszüchter, Baumsamenstreuer. Da kommt noch wirklich was, ja? Also bei einem zukünftigen Stream zeigte die Base und am Ende des Streams ist Bobas durch mit der Führung. Ja, jetzt wo du sagst, dreimal dran kommt er hin. Ein bisschen Luftdruck pushen. Du brauchst auch die Raketenplattform. Ja, die Raketenplattform brauche ich auch noch. Man kann halt nicht alles gleichzeitig bauen. Das ist halt einfach so. Ich brauche jetzt, was habe ich gesagt? Nicht Luft. Doch, Bohrer braucht man. Bohrer. Bohrer. So. Eisen. 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir 6-mal Titan. Und 6-mal Alu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und das Magnesium haue ich jetzt in 2 da rein. Das Silizium auch, ist mir jetzt egal. Gut. Wo mache ich jetzt die Bohrer hin? Die Bohrer müssen ja am Boden stehen. Also die können ja nicht auf irgendeiner Eisenplattform oder sonst was stehen, ne? Die müssen, glaube ich, immer... Oder kann man die platzieren auf Eisen? Nee, ne? Die müssen, glaube ich, immer auf dem Boden stehen. Und vor allem, was ich schon festgestellt habe, die richten sich einfach danach aus, wie sie wollen, ne? Oder? Nee, es geht sogar. Ja, ich glaube, der Strom reicht noch nicht. Kam irgendwie keine Meldung. Ja, doch, der ist doch alles wieder hochgefahren. Schau, der rührt sich. Der würde sich nicht bewegen, wenn der Strom weg wäre. So, damit haben wir schon mal 3. Yes, jetzt geht der Luftdruck auch wieder hoch. Weil der war nämlich ja komplett gesperrt, ne? Servus Jonas!